Ja, seid mir erneut herzlich willkommen, Freunde des Blutvergießens, des Gemetzels und der Gewalt bei Evil Dead The Game. Diesmal zur zweiten Einzelspieler-Mission. Schmeißt die Kinder raus, bringt sie schnell ins Bett, denn es wird wieder blutig. Ausgezeichnet. Wir wollen's ja auch nicht anders. So, hier Missionen. Mal sehen, Party down. Wir wollen trinken. Na, das hört sich doch mal vernünftig an. Die schlechte Nachricht ist, dass ein paar Punks Ash klassischen Wagen gestohlen haben. Die wirklich schlechte Nachricht ist, dass das Necronomicon im Kofferraum war. Oh nein! Wenn die Diebe damit Schabernack treiben, sind wir alle am Arsch. Aber Ash hat einen Plan. Er lockt sie zurück, indem er Wiseman's Brew besorgt und die Party des Jahrhunderts schmeißt. Ja, das hört sich doch mal ganz hervorragend an, liebe Leute. Da brausen sie davon mit seiner klassischen Karre, zeigen ihm noch dem Stinkefinger, dem netten Ash hier. Da kann er schon nachwetzen, das hilft alles nix. Da muss Bier her, ausgezeichnet. So. Ach, das ist aber nett hier, ganz verschneit das Ganze. Die große Party, stell Wiseman's Brew bereit und lass die Party beginnen. Hervorragend. Ja, es darf wieder geblutet werden. Getötet. Yeah, da haben wir schon die erste Flasche. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wie finde ich denn das? Ganz hervorragend finde ich das. Ja. Now you can see how good I look. Genau, jetzt können wir erst so richtig bestaunen, wie fesch der Ash ist, wenn das Licht an ist. Ja, da sieht mal her, der alte Silberfuchs. Hier mit den weißen Koteletten. Da ist er schon etwas älter als in der ersten Mission. Ist das vermutlich ein Auszug aus Ash vs. The Evil Dead dann schon? Oder wie? Wenn er schon so alt ist? You know what I call this? My hole puncher. Hey! See what I did? Still got it. Hier haben wir diesmal eine Schaufel dabei. Wir können wählen zwischen einem Revolver oder einer Shotgun. Aber eine abgesägte diesmal wohl. Naja, wir nehmen trotzdem die gute alte Shotgun. Oder? Ja. So. Dann sehen wir mal, wir haben hier im Norden, im Süden, im Osten und im Westen jeweils noch eine Flasche platziert. Wir fangen einfach mal im Osten an. Immer her. Hallo, mein Lieber. So, du wirst jetzt hier niedergeschaufelt. Ach, da fliegt noch wer aus dem Hinterhalt raus. Was soll denn das? Sind sie schon zu dritt hier? Moment mal, ich muss mal einen umbringen. Okay, einer weniger. Sie ist auch bald tot. Mann, Mann, Mann. Der Move mit der Schaufel ist ja auch köstlich hier. Erstmal schön auf den Fuß drauf gesteckt, das Ding. Und dann hier voll auf Joker. I wanna see a magic trick? Zack! Die Fresse reingerammt in den Stiel. Ausgezeichnet. So soll das sein, so mögen wir das. 3-1 war übrigens unfair, ihr Idioten. Da vorne sieht man schon wieder, dass da gleich was daherkommt. Na, komm her. Jetzt gleich mal ausweichen, wenn er spawnt. So, und jetzt der nächste Schaufelmove. Da wird sie voll angebaggert. Rüber ab. Ja, ausgezeichnet. Ah, Ash weiß, wie es läuft. Unsere Angst ist schon ein gutes Stück hochgegangen. Das muss ja wohl mal nicht sein. Wir haben eine Armbrust, eine legendäre sogar schon. Ausgezeichnet. Ja, damit. So. Wir haben auch noch eine legendäre Pistole. Naja, sehr viel Munition haben wir ja nicht gerade für diese Armbrust.
vielleicht nehme ich mir erstmal die Pistole mit. Hier hätten wir nur 10 Schuss. Das ist nicht sehr ergiebig. Schauen wir mal. Hier sind es immerhin 34. Ah, I feel better. Stronger. Faster. Das tut ihm aber nicht sehr viel, dem Guten. Diese Knarre. Da wäre vielleicht doch die Armbrust besser. Oh je, der trifft mich ganz ordentlich hier. Nachladen. Wir treffen ihn nicht ordentlich, aber er uns. Ich glaube, ich schnapp mir da echt kurz die Armbrust. Die zieht sich ja weit besser. Uah. Aber ich muss ihn erstmal weglocken ein bisschen. Komm her hier, mein Lieber. Ja, nur so, so lieb bin ich gar nicht. Nein, 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 nein. So, her mit der Armbrust. Okay. Und auch her mit einem Shams Cola, ruhig, wie es aussieht. Hey, never too early for a Shams. It's never too early for a good old Shams Cola. Ja, siehste mal, das zieht gleich ordentlich besser. So, komm. Siehste mal, also das hat sich rentiert. Ich nehme jetzt trotzdem wieder die Knarre mit. Oh Mann, wobei die scheint mir echt scheiße zu sein, auch obwohl sie legendär ist. Habe ich jetzt so viele Schuss verbraucht, ist eigentlich kaum was passiert. Und ich nehme die normale Shotgun. Ach nee, wir nehmen die Knarre. Sonst, wir wissen ja jetzt, hier liegen jede Menge Knarren rum, die können wir uns ja jederzeit holen. Da neben diesen, auf dem Gang scheint die Angst mächtig zu steigen beim guten alten Ash. Und natürlich auch, wenn er von einem Baum eine verpasst bekommt. Ja, wir sollten uns irgendwo ein Feuerchen anmachen bei der nächsten Gelegenheit. Er macht sich hier schon voll ins Hemd, der Gutste. Da haben wir auch Zündhölzer. Ach, hier ist aber auch ein Licht. Ach, wir bleiben einfach kurz hier stehen, denke ich mal. Wobei, beim selbst angezündeten geht das schon viel schneller, muss ich sagen. Aber auch hier im Licht schwindet die Angst. La 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 la, wir schlagen die Zeit tot und danach wieder ein paar Zombölfe, verdammt! Ja, aber seht mal, das bringt schon was. 2 von 5 Flaschen. Wise Man's Brew. Das Bier der Weisen. Na gut, wir brauchen es nicht ganz reduzieren. Wir laufen einfach mal weiter da unten. Scheint schon die nächste Flasche zu geben. Hervorragend. Sollen wir da vorher noch diese Gebäude hier durchsuchen? Ah. Und wieder schon. Oh Mann. Das Blut spritzt. Oh, ah, wo ist er? Oh, er kotzt mich voll. Oh Mann. Draußen war er, genau wo ich nicht hinschaue. Okay. Na gut, ich trinke noch einen Cola. Jetzt haben wir keins mehr. Just drink. Genau, nicht denken, saufen. Das ist hier die Devise auf der Mission offenbar. Der Ash sagt auch, don't think, drink. Und der Ash weiß bekanntlicherweise Bescheid bei solchen Angelegenheiten. Bam! Ja. Das war's mit dir. Sehr gut. Jetzt ist die Angst auch wieder komplett weg. Wieso ist das da hinten so verzerrt? Seht mal, was soll denn das? Das ist ein Grafikfehler oder ist das irgendein bewusster Effekt? Seltsam. Seltsam. Hier auch.
Naja. Wir durchsuchen weiter die Buden hier. Vielleicht finden wir ja irgendwo mal ein Amulett auch. Das wäre doch ganz toll. Bam, bam, weg mit der Rübe. Du benutzt die ja ohnehin nicht. Ja. Zack. Doof. Aussicht auf den Move voll durch diese dämliche Wand blockiert. Oh nein. So, mehr Munition. So, ja, bisher, wie gesagt, gefällt mir das ganz hervorragend. Ah, eine Kettensäge. Ja, die ist sicherlich besser als unsere dämliche Schaufel hier. Zwar nur eine weiße. Aber ja, die Schaufel ist ja auch nur weiß, also. Yeah, das gehört zum Ash. Ach, hier ist voll der Weg nach oben blockiert. Oh nein, das ist aber auch egal. So. Nächste Bude. Na, jetzt kommt er gleich wieder hinter mir, oder wo kommt er denn jetzt? Da ist er. Ah, zack. Schön, das Rückgrat durchtrennt hier. Da hätten wir wieder den Zauberstab. So war das doch bei hier Armeen der Finsternis, oder? Hat er gesagt, das ist mein Zauberstab. Und wer mir zu nahe kommt, bekommt eine übergebraten, ihr Primitivlinge. Ah, nee, Revolver brauchen wir nicht. Sehr gut, sehr gut. Noch eine Cola, ausgezeichnet. Ja, jetzt haben wir hier die Vorräte wieder ganz nett aufgestockt in den Buden. Die haben sich ja jetzt eigentlich schon ausgezahlt, möchte ich mal behaupten. Ausgezeichnet. Aber insgesamt die Stimmung hier etwas schlechter, möchte ich sagen, als in der ersten Folge. Das mit dem Kopf, der da dauernd rumgemeckert hat, war doch ganz hervorragend. Und auch am Anfang gleich hier die klappernde Tür. Alter, die klappernde Luke. In der Hütte. Das Rumgeschreie von den Besessenen. Das haben wir hier gerade nicht so recht. Wir springen einfach mal durchs Fenster rein. Jetzt, das ist, glaube ich, auch die letzte Bude jetzt hier. Zum Durchsuchen. Oder war ich hier sogar schon? Nee, war ich nicht. Da steht nämlich noch ein Cola. Aber, ja, ich bin eigentlich voll. Ein Amulett wäre mir lieber. Naja. Ja gut, ich werde das jetzt dann, solange ich hier die vollen Colas habe, da ist sogar noch eine. Muss ich hier eigentlich gar nicht so genau durchsuchen. Na gut, höchstwahrscheinlich spawnt da jetzt eh wieder was. Wenn wir diese Cola, das Bier holen. Da machen wir mal die Taschenlampe aus, damit ganz nett schon was verbraucht. Ja, da wäre doch noch ein weiteres Haus. Naja, egal. Da hier muss die Cola, das Bier, Ziffix. Das Bier muss hier irgendwo sein. Da ist es. Auf dem Truck hinten auf der Ladefläche. Noch eine Schrotflinte daneben. Und der Baum verpasst mir eine. Medication, sagt er. Ja, seine Medizin. Alkohol. Ja, wieder schauen, meine Liebe. Zack und zersägt den Gutsten. Ja, ganz hervorragend. Da kommt wieder ein Dicker dahergestürmt. Dann machen wir lieber erst die Kleinen weg. Ach, der weicht aus. Was soll denn das? Okay. Nachladen. Da sind jetzt mehrere kleine. Ach, okay, den dicken haben wir. Okay, gut, gut. Und nächster bitte. Ich habe hier eine Kettensäge mit deinem Namen drauf. Du heißt doch
besessener Scheißer, oder wie war das? Ich bin die besessene Scheißerin, okay? Dein Name steht auf meiner Knarre. Na gut. So. Und nieder mit ihm. So. Jetzt können wir auch noch ein Schems-Köhlerchen trinken hier. Und uns den Vorrat wieder aufstocken in der Bude. Welche war das nochmal? Die vorletzte, da waren noch zwei Cola drin. Und hier liegt auch noch Munition rum. Hervorragend, so lobe ich mir das, so lobe ich mir das, ja. Na gut, was allerdings schöner ist als in der letzten Karte. Hier regnet's nicht nur, hier schneit sogar. Das finde ich ja, wie finde ich denn das? Das finde ich ganz hervorragend. So. Here's mud in your eye. Mud in your eye? Da war doch auch irgendwas, oder? Hm. So, da ist eine Cola. Immer her damit. Na gut. Dann auf, weiter. Zum nächsten Bierchen. Vielleicht schaue ich in die Bude doch auch noch rein. Da war ich noch nicht. Vielleicht haben wir ja da doch noch irgendwo dann ein Amulett. Ein Amu. Man muss es nur sagen. Genau. Fress mein Arsch, Böses. Oder was hat er gesagt? Ich glaube, das ist, was er gerade gesagt hat. Ah, du bist aber ein Schweinnickel, du Ash. Aber gut. Ja. Sehr schön, sehr schön. Mehr Munition. Mhm. Na gut. Das war's dann hier mit den Buden. Lampe wieder aus, nur mehr 53%. Ach, jetzt sehe ich es erst. Ich hatte eh schon ein Amulett dabei. Naja. Man kann ja nicht auf alles achten. So. Jetzt schauen wir in den Westen. Zu den Besten. Wo haben wir sie denn? Ja, wo haben wir sie denn? Aha, eine Bushaltestelle. Da sitzen zwei Schachteln Zündhölzer und warten auf den nächsten Anschluss. Tja, nu. Mhm. Ach ja, da kommt schon einer auf uns zu. Der ist allerdings... Ah ja, auch schon erledigt. Gut. Hinter uns. Zack. Cars, Bikes, Trucks. Shockley Auto Parts. Ja, ganz hervorragend. Da sitzt auch der dicke Typ hinterm Tresen. Der will uns gleich... kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, du kannst sterben. Das wäre mir am allerliebsten. Das wäre die größte Hilfe für den Ash. Oh je, jetzt. Gerade gegen die Dicken kommt mir hier diese kleine Knarre besonders mies vor. Aber gut. Man nimmt, was man kriegen kann. Anybody need a light? Haha, I got a million of them. Außer natürlich mal die freie Auswahl, da nimmt man nur, was man am allerliebsten hat, ja. Mmh. Siehste mal. So, hier ist es ja. Das Wise Man's Brew. Aber ich schaue jetzt erst nochmal hier ins Obergeschoss, bevor ich mir das schnappe. Ach, Cola liegt hier rum. Ja, vielleicht schnappe ich es mir doch, falls was spawnt. Hole ich mir danach das Cola, nachdem ich gekämpft habe.
Till the wheels fall off, everybody. Ausgezeichnet. Naja, scheint nicht so zu sein, als ob hier noch was spawnen würde extra deswegen. Also rein mit dem Cola. The Young Buck Ash. Der Silver Fox Young Buck Ash. Der tatsächliche junge Käfer war ja eher im letzten Teil. Da war er ja gar jugendlich. Scheint ja verschiedene Versionen von Mr. Williams zu geben hier. Ausgezeichnet. So, Lampe wieder aus. Und auf in den Norden. Und dort noch alle ermorden, die zwischen mir und dem Wise Man's Brew stehen. Zündhölzer brauchen wir nicht. Nein, 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 die brauchen wir nicht, there. Nein. Now you can see how good I look. Genau. Hübsches Kerlchen hier, der Ash. Egal ob der Young Buck oder die Old Fox. Okay. The Willy Fuchs. So. Na gut, hier muss es sein. Liegt auch noch jede Menge Munition rum, ausgezeichnet. Liegt eine andere Knarre auch noch rum. Naja, egal, wir schnappen uns. Ach, noch mehr Munition. Das Wise Man's Blue. Okay, okay, wo sind sie? Ich höre sie, ich sehe sie nicht, da ist er ja. Gibt's da auch noch andere Waffen sicherlich als nur die Schaufel und die Kettensäge? Da bin ich auch schon gespannt auf diese F-Moves, die er da hinlegen kann. Die von der Kettensäge kenne ich mittlerweile. Und die von der Schaufel auch. Und ich muss leider sagen, die von der Schaufel sind fast noch cooler. Das hätte ich mir nicht gedacht. Hallo, mein Dicker. So, Zeit zu sterben. Da hinten springt einer aus dem Portal raus. Nieder mit dir. Ausgezeichnet. Ja, so sieht das ja dann auch aus, wenn man als Untoter Dämonen beschwört. Oder Besessene oder Untote oder was auch immer. Da kommen die auch aus so einem... Ach, das ist wieder ein Dicker. Okay. Ach, das war's schon. Mission abgeschlossen. Ich dachte eigentlich... Wir wollen trinken, genau. Ich dachte eigentlich, ich muss da jetzt die Party veranstalten, aber das machen die wieder ohne mich, wie gemein. Naja, so viel dazu. Das war die zweite Mission der Einzelspieler-Kampagne von Evil Dead The Game. Und, naja, nicht so gut wie die erste Mission, möchte ich sagen. Einfach die Stimmung war besser in der ersten, aber auch nicht schlecht. Mal gespannt, wie die nächste denn so ist. Du hast genug Wise Man's Brew, um die Party zu starten. Die Autoknacker werden nicht widerstehen können. Nein, 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 das können die nicht, nein. Ja, da ist Shams Cola dabei und Wise Man's Brew. Wer könnte da schon widerstehen? Niemand, so sieht's aus. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.